Vorabhandstellen, super, vielen Dank. Ich werde, wie gesagt, jetzt nochmal kurz auf die Ergebnisse aus letztem Jahr eingehen. Sie haben in Ihrer Teilnehmermappe auch das Tagungsmagazin aus letztem Jahr gehabt. Da sind alle Ergebnisse auch ausführlich nochmal dargestellt. Ein wichtiger Punkt in diesem letzten Netzwerktreffen war eben das sogenannte Wunschcafé. Und dort haben wir die Teilnehmenden zu drei Leitfragen darüber diskutieren lassen. Woran es hapert, dass unsere Themen noch nicht fest im Bildungsalltag integriert sind, was wir dafür brauchen, aber auch welche Strukturen da bereits schon in Ihrem Bundesland bestehen. Und die erste Leitfrage diente erstmal, ja, zu betonen, worin besteht eigentlich die Notwendigkeit einer stärkeren strukturellen Verankerung unserer Themen? Warum ist das gerade jetzt so wichtig? Und zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, dass die Teilnehmenden zusammen mit uns einig waren, dass wir eben kurz vor einer Klimakatastrophe stehen und es jetzt Zeit ist zu handeln und wir dafür eine umfassende Bewusstseinsbildung brauchen. Aber auch immer Stichwort positive Klimakommunikation verbunden mit konkreten Handlungsoptionen. Denn es bringt nichts, eben nur auf die ja, katastrophale Lage sozusagen hinzuweisen. Ja, andere dann mit dem Gefühl der Ohnmacht, das vielleicht auch Sie persönlich kennen und nachvollziehen können, zurücklassen, sondern eben ganz klar immer verbunden damit, okay, wir haben Probleme, aber wie können wir sie lösen? Wie können wir uns für eine bessere Zukunft eben verhalten? Und was müssen wir dabei auch bedenken? Welche Möglichkeiten haben wir? Was auf jeden Fall sehr schön ist, und das merke ich auch wieder heute, wir haben viele engagierte Menschen im Land, die sich diesen Themen widmen. Aber es ist letztendlich so, dass sie vor allem die Bildungseinrichtungen, Kitas, Grundschulen, weiterführende Schulen, eben noch mehr Unterstützung brauchen. Es hängt immer viel am individuellen Engagement, zusätzlicher Arbeit. Und es wäre jetzt an der Zeit, eben die Voraussetzungen zu schaffen, dass das mehr in die Breite kommt, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, die Wald- und Klimabildung eben voranzubringen. Und nicht nur das einzelne individuelle Engagement zählt, sondern eben die Vorbildfunktion ganzer Bildungseinrichtungen. Und auch dort kann man eben nur konsequent handeln, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür da sind. Beispielsweise, wenn es darum geht, die Dächer mit Solaranlagen zu bestücken oder auch die Versorgung in der Ernährung auf gegebenenfalls bio, regional, saisonal, auf jeden Fall auf nachhaltig umzustellen. Und ja, ganz wichtig natürlich auch aus unserer Perspektive, naturbezogene Bildung, drinnen oder draußen, hat nicht nur Vorteile für die Kinder und Jugendlichen, sondern auch für uns als Lehrpersonen. Und diese gilt es zu nutzen und darin besteht eben die Notwendigkeit, die Themen weiter voranzubringen. Dann haben wir in den einzelnen Bundesländern eben geschaut, welche Angebote gibt es bereits, welche positiven Strukturen sind schon da. Und hier auch, wie gesagt, in erster Linie lässt sich sagen, das individuelle Engagement steht an erster Stelle noch. Es gibt aber auch Angebote zur Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung, aber eben leider oft so, dass der Bedarf höher ist als die Anzahl an Angeboten. Und auch dort gilt es nicht nur mehr ja, externe Angebote zu schaffen, sondern auch gleich in die Ausbildung von Pädagoginnen und Lehrkräften zu gehen und dort die Themen zu integrieren. Zumindest darauf hinzuweisen, dass es Möglichkeiten gibt, das in seiner Bildungsarbeit dann auch wirklich anzugehen und dass es nicht nur am eigenen Interesse liegt, der Auszubildenden, sich dort eben fortzubilden. Wir selbst haben ja auch kostenlose Informations- und Bildungsmaterialien zur Verfügung gestellt. Es gibt zahlreiche weitere Akteure und Akteurinnen, die das auch tun. Wir haben versucht, über den Markt der Möglichkeiten einen bundesweiten Überblick darüber zu geben, eben solche AkteurInnen auch vorzustellen, ihnen zu präsentieren, nicht nur bundeslandspezifisch, sondern auch bundesweite Angebote. An dieser Stelle lade ich Sie auch gerne dazu ein, da einmal ja, in Ruhe durchzugehen. Und vor allem auch, wenn Sie sich selbst als Institution dort vermissen oder auch Ihnen andere bekannte Angebote, dann kommen Sie gerne auf uns zu, sodass wir da eben diese Liste auch erweitern können und auch andere Teilnehmende davon profitieren. Wir haben sehr vorbildliche außerschulische Lernorte und Bildungsprogramme von ja, beispielsweise Vereinen. Und diese sind oft auch in gut funktionierenden Netzwerken
ja, miteinander verbunden und stärken sich gegenseitig, aber auch das könnte man über ja, eine bundesweite oder über eine landesweite Koordinierung noch stärker voranbringen und in den Mittelpunkt stellen. Was wir natürlich nicht vergessen haben, ist dass der bundesweite Aktivismus junger Menschen, Stichwort Fridays for Future. Diese Bewegung hat sehr viel vorangebracht in der Gesellschaft, was das Thema anbelangt. Und auch dort gilt es, das eben nicht nur zu belächeln, sondern aufzugreifen und ernst zu nehmen und gegebenenfalls auch in der eigenen Bildungsarbeit zum Thema zu machen, anzuregen zum politischen Aktivismus. Auch das ist natürlich ein wichtiges Instrument. Wo hapert für die Zukunft? Die Klassiker natürlich, der Personalschlüssel, aber auch eben die Qualifizierung des Personals. Wir hatten ja eben schon die bestehenden Fortbildungsmöglichkeiten, aber eben halt auch die Möglichkeit, unsere Themen in die Ausbildung zu integrieren. Wir bräuchten auch hier zusätzliche Kapazitäten, sowohl die Zeit als auch das Geld für Fortbildung, aber auch Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen. Die Vernetzung von außerschulischen Akteuren und den Bildungseinrichtungen könnte noch stärker vorangebracht werden. Wir haben also zwar Netzwerke, die die außerschulischen Lernorte miteinander verbinden, aber so der direkte Bezug zu den Bildungseinrichtungen, da liegt es dann doch wieder an Eigenengagement und ich muss mich selbst darüber informieren, welche Möglichkeiten habe ich denn in der Region, auch den Unterricht nach draußen zu bringen. Als zwar schon bestehendes Angebot wurden zwar auch schon hochwertige Bildungsmaterialien genannt, aber sie werden halt noch nicht in die Breite getragen. Auch dort wäre es möglich. Es gibt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern den waldpädagogischen Bildungsbausteinordner. Der wurde, als er erstellt wurde, in Zusammenarbeit mit der Landespolitik einmalig an alle Grundschulen verteilt im Land. Das wäre beispielsweise eine Aktion, wo man wirklich hochwertiges Bildungsmaterial erstellt und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass es in die Breite kommt, in Kooperation eben mit allen Grundschulen oder anderen Bildungseinrichtungen. Weiterhin wurde gewünscht, dass es eben kommunale oder gebündelte landesweite Beratungsstellen zu den Themen BNE und Umweltbildung gibt. In manchen Bundesländern bestehen solche Beratungsstellen von der Landesebene aus, in anderen eben noch nicht. Grundsätzlich auch um die Bildungseinrichtungen als positive Vorbilder aufzubauen, braucht es einen Abbau von Bürokratie und gleichzeitig aber auch finanzielle Anreize, beispielsweise für die Träger der Einrichtungen. Hier, wie gesagt, noch einmal der Hinweis, dass wir alle ausführlichen Ergebnisse in dem jeweiligen Tagungsmagazin der Netzwerktreffen gelistet haben. Die finden Sie auf unserer Projektwebseite. Und wie Frau Schnuffel ja auch schon angemerkt hatte, möchten wir alle Ergebnisse von den landesweiten Netzwerktreffen auch auf Bundesebene heben, in Form einer Podiumsdiskussion, wo wir verschiedene Akteure und ja, EntscheidungsträgerInnen auch auf die Bühne bringen wollen und eben mit diesen Forderungen, mit diesen Wünschen konfrontieren wollen und schauen, dass wir diese Stimmen von unseren Teilnehmenden eben halt auch an entsprechende Stellen weiterleiten. Wir haben nicht nur letztes Jahr politische Grußworte bekommen, sondern haben uns eben auch in diesem Jahr darum bemüht, mit der Aufbereitung der Ergebnisse, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, auf die Landespolitik zuzugehen und nochmal um ein Grußwort für das diesjährige Netzwerktreffen zu bitten und gleichzeitig aber auch mit einer Stellungnahme zu diesen Ergebnissen ja, darauf einzugehen. Und ich freue mich sehr, dass der Bildungsminister Helmut Holter aus Thüringen uns dieses Grußwort zugeschickt hat, das wir Ihnen jetzt als Video abspielen werden. Und wir können gerne danach auch in der digitalen Kaffeepause darüber nochmal in Diskussion gehen und wir werden eben Ihre Stimmen dann weiter sammeln und auch an entsprechende Stelle wieder weiterleiten. Vielen Dank an die Regie, die jetzt das Video starten wird. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen digitalen Netzwerktreffens, meine Damen und Herren,
Bereits im vergangenen November habe ich auf diesem Wege zu Ihnen gesprochen. Damals haben Sie sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie die wichtigen Themen Wald und Klima in der Bildungsarbeit in Thüringen weiter vorangebracht werden können. Heute geht es darum, das Thema, wie man so schön sagt, weiterzudrehen. Denn der Klimawandel streitet voran. Auch in diesem Sommer wieder beschäftigen uns die Wälder und das Klima. Gerade erst haben Feuerwehren aus verschiedenen Regionen in Brandenburg gegen wütende Waldbrände gekämpft. Im Harz, gleich hinter unserer Landesgrenze, haben bereits mehrfach in diesem Jahr Feuer gewütet, so auch am Brocken, wo der Wald und das Ökosystem sehr verletzlich sind. Der Wald muss jedes Jahr weitere Schäden verkraften, auch bei uns in Thüringen. Unsere Aufgabe ist es, die Bildungsverbindung stärker zum Allgemeingut zu machen und noch tiefer im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Sie haben mir die Ergebnisse Ihrer Tagung übermittelt. Dafür herzlichen Dank. Beim Lesen habe ich sehr schnell gemerkt, wir sind in Thüringen einerseits auf einem guten Weg. Viele Strukturen und Voraussetzungen sind da. Das haben Sie ja auch festgestellt. Wir haben schon zahlreiche Bildungsangebote. Es gibt engagierte Akteurinnen und Akteure. Die Lehrpläne und unser Thüringer Bildungsplan räumen den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz einen sehr hohen Stellenwert ein. Andererseits haben Sie aber auch Fragen formuliert und Probleme identifiziert. Sie zeigen, dass es eben auch noch viel zu tun gibt. Beim Lesen ist mir schnell klar geworden, dass das oft die gleichen Baustellen sind, an denen wir im Bildungswesen insgesamt arbeiten, wo wir um Lösungen, aber oft auch um Geld ringen. Die Personalausstattung, die zur Verfügung stehenden Mittel. Die Probleme, die Sie sehen, sehe ich auch. Und wir arbeiten an diesen Stellen bereits sehr intensiv. Es ist also völlig klar, wir müssen die Themen Wald, Klima und Bildung gemeinsam weiterdrehen. Auch deshalb danke ich für dieses Netzwerktreffen, das einen Schritt dazu beiträgt. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich auf ein oder zwei Aspekte etwas genauer eingehen. Wenn für die Klima-Bildungsarbeit an Schulen und Kindergärten mehr Personal gefordert wird, dann rennen Sie bei mir offene Türen ein. Das Thema Fachkräfte hat an Schule und Kindergärten mit die höchste Priorität. Für das Schulpersonal gilt das unmittelbar. Dieses Personal stellt das Land ein. Sie alle wissen, dass wir mitten im Generationswechsel an den Schulen stecken. Wir stellen so viele Lehrkräfte ein, wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Gleichzeitig verlassen viele Lehrkräfte den Dienst und gehen in den Ruhestand. Es gibt daher vielerorts Lücken. So fällt damit Unterricht aus. Glauben Sie mir, diesen Personalumbau in einem Großbetrieb mit rund 20.000 Beschäftigten hinzubekommen, das ist eine große Herausforderung für sich, die wir mit viel Kraft angehen. Ich habe schon öfter von einer Generationenaufgabe gesprochen. Wenn wir damit erfolgreich sind, wenn wir weiter in so hohen Zahlen Lehrkräfte einstellen können und auch das Geld dafür im Landeshaushalt haben, dann werden wir auch die pädagogische Arbeit bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbessern können. Es gilt wie so oft, den einen goldenen Weg wird es nicht geben. Ich will aber nicht nur über Personal reden. Es geht auch um die pädagogische Arbeit selbst. Darum, wie jede Schule selbst aktiv sein kann. Auch hier sind wir nicht am Anfang, aber auch noch lange nicht am Ende. Da brauchen wir, davon bin ich überzeugt, die Diskussion in jeder Schule. Und wem es als Schülerin oder Schüler, als Eltern zu langsam geht, der sollte nach meiner festen Überzeugung sich einbringen und nachbohren. Wir haben in Thüringen mit die besten demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten. Stellen Sie das Thema zur Diskussion in der Schulkonferenz. Oder bilden Sie mit Ihrer Schulleitung und den Lehrkräften eine Arbeitsgruppe, die sich des Themas über einen längeren Zeitraum annimmt und konkret überlegt, wie wir besser werden können. Vieles kann durch Initiative vor Ort verbessert werden. Ich bin sicher, es wird hier in den kommenden Jahren viel Bewegung geben. Nicht nur, weil es keine andere Wahl gibt angesichts der wirklich dramatischen Lage des Waldes und des Klimas, sondern auch, weil es immer mehr Menschen gibt, die das nicht als lästige Pflicht begreifen, sondern als grundlegendes Anliegen. Und das geht im Übrigen. Lassen Sie mich diese Lanze für unsere Schulen und für unsere Lehrerinnen und Lehrer brechen. Das geht vielen von unseren Lehrkräften eben genauso. Sie finden heute schon viele Wege, Waldbildung und Klimabildung ganz konkret umzusetzen. Es kommt darauf an, diese guten Ansätze zu stärken.
Wenn wir in Thüringen Bildung für nachhaltige Entwicklung oder kurz BNE nicht als zusätzliches Fach unterrichten, sondern als übergreifendes Bildungsziel, welches in allen Fächern aller Altersstufen und Bildungseinrichtungen integrierbar ist, dann kann es sich eben auch jeder Lehrer und jede Lehrerin zu eigen machen. In ihrem ganz konkreten Unterricht. Darum muss es jetzt gehen, die Herzen und die Köpfe für das Thema zu öffnen. Es geht ja eben auch darum, nachhaltiges Denken und Handeln im Zusammenhang mit dem Kindergarten, mit der Vorschule, mit den Schularten und allen Bildungsorten wurzelhaft zu verbinden. Im Grunde kann man sagen, so habe ich das auch im November schon gesagt, so wie die Begriffe Thüringen und Wald Synonyme sind, sollten die Begriffe Nachhaltigkeit und Bildung auch Synonyme werden. Dafür möchte ich vor allem heute danken, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, den Klimakönnerinnen und Klimakönnern, dem Thüringer Forst, den Referentinnen und Referenten, den vielen ehrenamtlichen Kräften und allen, die sich um nachhaltige Bildung und damit um einen lebenswerten Planeten sorgen. Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Netzwerktreffen, einen guten Austausch, ja, und eine spannende Tagung. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.